wer weiß, wann die Zinsen steigen, kann auch zaubern. Erstaunlich gut und vital, so kräftig wie noch nie, so gesund wie noch nie. Wir haben 23% hartes Kernkapital, 25% Eigenmittel. Wir bräuchten 9% regulatorisch und mit das Rep-Ratio, das ist eine Besonderheit, 13%. Das heißt, wir haben doppelt so viel Kapital, als die strenge Gesetzgebung das uns vorschreiben würde. Das ist ein Zeichen für Gesundheit und Vitalität und wir schreiben auch Gewinne. Wir haben ganz einfach mehr Bankstellen, mehr Möglichkeiten für den Kunden mit uns Geschäfte zu machen, mehr Mitarbeiter. Wir wollen am Land sein, in den Dörfern und in den Orten. Wir sind der finanzielle Nahversorger und trotz Digitalisierung werden wir das auch in großem Umfang bleiben. Wir haben einen Plan, nämlich Bankstellen so lange als möglich zu erhalten. Und wir haben 22 selbstständige Raiffeisenbanken und die Landesbank, die gemeinsam diese 110 Bankstellen führen. Und wir haben keinen Plan, Bankstellen zuzusperren, sondern die Kunden sperren zu. Wenn eine Bankstelle, eine Klein- und Kleinstbankstelle im ländlichen Bereich nicht mehr frequentiert wird, weil die Kunden das nicht mehr brauchen oder als nicht mehr professionell empfinden, oder der Gesetzgeber, die Regulatorik uns zwingt, mehr Personal vorzuhalten, als eine Bankstelle betriebswirtschaftlich trägt, dann wird das zugesperrt. Aber das ist nicht unser Ziel. Wir haben keinen Schließungsplan. Vertrauen entsteht ja nur dadurch, durch die Nähe zum Betreuer. Die Nähe zum Bankgeschäft ist aber nicht mehr definiert durch die Filiale allein, sondern die Digitalisierung, die sozialen Medien, das Internet machen es möglich, noch näher zu sein, nämlich sofort verfügbar die Bank, die Filiale am Handy in der Tasche. Nähe, Vertrauen, Sicherheit. Heißt, ich möchte jemand gegenüber haben, der mir das erklärt und dann kann ich mir das nochmal überlegen und dann ist der auch in 10 und in 15 Jahren noch da. Das ist ein Teil unseres Konzeptes. Ja, ich rechne mit einer Krise und Krisensicherheit bedeutet für uns hohes Eigenkapital, Vertrauen der Kunden und keine Eigentümer, die gierig Quartalszahlen verlangen und ständig hohe Ausschüttungen, sondern die unsere Gewinne, wenn sie weniger werden, in der Bank lassen und als Kapital. Die Pyramide, sparen, Bausparen, Bankguthaben, dann Anleihen, dann vielleicht Aktien und Fonds und dann Zertifikate und risikoreichere, aber auch ertragreichere Produkte, die stimmt immer. Am besten ich teile mir das ein und sage von den 50.000, 30.000 in sichere Formen, 10.000 in relativ sichere und 10.000 mache ich 500 Euro jedes Monat in einem Fonds meiner Wahl. Ich weiß es nicht. Ich, ganz ehrlich, wenn ich das wüsste, würde ich von einer sehr schönen Karibikinsel aus meine Dispositionen treffen. Wer weiß, wann die Zinsen steigen, kann auch zaubern. Es war am Anfang so, dass der Berater, mein Berater in der Bank, in der Raiffeisenbank, nie gelitten hat unter dem Image. Die Führungskräfte der österreichischen Banken sehr wohl und Investmentbanker amerikanischen Zuschnitts waren sozusagen ganz, ganz schlecht beleumundet. Wir haben versucht zu erklären, dass wir die Krise nicht verursacht haben. Das ist uns, glaube ich, in den 10 Jahren seit der Krise ganz gut gelungen zu erklären, dass wir das nicht ausgelöst haben. Schwierig. Schwierig. Banken sind nicht mehr so attraktiv für die, wie man so sagt, jungen Potentials. Da sind internationale Unternehmen attraktiv, also wenn schon Bank, dann Raiffeisenbank international mit Auslandsaufenthalten, mit Netzwerk. Er soll bei Raiffeisen anfangen und wenn er gut ist, dann kann er bei Raiffeisenbank international eine hervorragende Karriere machen und wenn er sich entscheidet, mit 30, 35, wie immer seine Lebensplanung ist,
er wohnt im Burgenland, das ist ja sehr attraktiv, dann kann er nach Wien pendeln und wenn er auch das nicht möchte, dann gibt es immer wieder gute Jobs bei uns in Eisenstadt.